Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Eigentlich bin ich ja auf dem Weg in die Westernstadt. Wir haben da ja noch eine Rechnung offen mit den Seekern. Beziehungsweise eigentlich die mit uns, weil wir haben es ja geschafft, einen beim ersten Mal zu killen. Aber den zweiten halt noch nicht. Ich möchte mal ganz geschwind mal hier mir die freie Fläche hinter der City hier angucken. Hier waren wir auch noch nicht. Machen wir auch noch mal einen Loot-Ausflug hin demnächst. Aber ein bisschen weiter raus würde ich noch wollen. Oh Gott, blickt ein Auto nicht. Oder ist das eher hier unten? Ja, ich glaube, das ist eher hier unten. Aber hier das Tal wäre gar nicht so verkehrt. Ist natürlich ein Stück weg vom Wasser dann. Die Frage ist, wo ist denn jetzt diese Work in Progress Area? Ist das die hier? Ich glaube es. Oh, ich glaube es fast. Und das hier? Ah ja, ich hatte schon mal ein Loch ausgegraben. Ich glaube, das hier ist die Work in Progress Area. Also, die hier. Nicht, dass wir hier jetzt anfangen zu bauen und morgen steht hier, ne? Ist er fertig mit dem Update? Das können wir, glaube ich, nicht machen. Nicht so eine geile Idee. Und fahre bitte nicht in das Loch. Wäre mir sehr recht. Ah, nee, das würde ich lieber lassen hier. Das ist eine schöne, riesige, freie Fläche, wo du bauen kannst, wie du willst. Kommen wir jetzt eigentlich hier hinter der Straßensperre raus? Müssten wir eigentlich, ne? Ja. Die müsste doch jetzt eigentlich da links sein. Gibt es hier noch irgendwo Wasser in der Nähe? Achso, ich kann ja nicht, wenn ich im Auto sitze. Steig mal kurz aus. Hier unten halt der See an der Kirche. Okay. Wir gucken noch mal ganz kurz oben hier am Fluss. Wir treffen uns hier in dem Dörfchen wieder. Ich fahre noch mal zurück und ich gucke mal, ob ich da noch was Schönes finde. Huh. Jetzt sind wir hier wieder an der Kirche. Ich wollte mich gerade umdrehen. Geht ja nicht. Ich überlege gerade, ob ich hier mit dem Auto durchfahre. Oder ob ich das lieber lassen sollte. Nicht, dass hier gleich irgendein Abhang kommt und ich lege das Auto auf die Seite. Das wäre nicht so geil. Müssen wir erst wieder einen Wagenheber basteln. Oh. Nicht in Fluss. Ah! Oh Gott. Ich sollte lieber zu Fuß gehen hier. Fahren. Für Fahren auf der Straße ist das Auto gedacht. So, kommt man irgendwo hier über den Fluss? Aber hier ist schön. Wir gucken uns gleich zu Fuß ein bisschen um.
Muss ich da jetzt rüber schwimmen oder was? Da hinten ist eine Brücke. Okay, wir kommen gerade ein bisschen ab von unserer Westernstadt-Loot-Tour. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant, aber jetzt habe ich gerade mal eine andere Idee. Außerdem brauchen wir immer noch einen vernünftigen Base-Spot. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob man... Kann ich hier durch? Geht das? Oh mein Gott. Oh, er ist so gnädig zu mir. Okay, hier ist eine Straße. Hallo. Hallo, Herr Bär. Ich weiß nicht, ob ich da rüberfahren. Ja, doch, eigentlich können wir da rüberfahren. Komm. Zieh durch, wird schon halten. Irgendwann sind hier auch mal Banditen, weißt du? Guck mal, wie geil das aussieht. Das sieht ja viel, viel besser aus. Auch jetzt vom Wasser her. Das sieht ja aus wie Wasser, nicht dieses Geflimmer, was wir sonst immer hatten. Hier ist jetzt zwar auch nur ein Turm. Also wenn du hier mal dringend musst, ist das die Verarsche des Jahrtausends. Dann stehst du da, Hosen schon in den Kniekehlen, rennst hier hin, weil du dringend mal musst. Und dann kommt die Enttäuschung. Nee, nee, das ist ja schlimmer wie jeder Zombie. So. Eigentlich wollte ich mir nur mal den Turm angucken. Können wir hier irgendwie... Ich finde das so ultra geil hier. Du könntest ja selbst hier noch ein Haus hinten dran bauen. Und ans Wasser? Ja, kommst du easy dran. Die beiden Bäume weggehakt, hast hier auch eine vernünftige Fläche, wo du dein Haus draufstellen könntest. Okay, es ist jetzt nicht sehr zentral. Wir sind jetzt hier. Man kommt halt schlecht weg. Also du musst immer hier über die Brücke fahren, wenn du wohin willst, ne? Aber das fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben es halt schön, wenn wir hier wohnen. Das würde mir reichen. Ist halt auch ein Turm, ne? Aber da wärst du dann beim Umzug erstmal safe. Häuser hier unten uns selber hinbauen. Wir gucken uns mal den Turm an oben. Wenn er leer ist, wäre natürlich noch geiler. Ja, ist er. Er ist tatsächlich auch noch leer. Mit Schrank, Werkbank. Die bräuchte ich schon mal nicht mitnehmen. Wir haben ja noch nichts aufgewertet, Gott sei Dank. Und Bett ist auch schon da. Sind wir vom Wasser her safe? Das müssten wir ausprobieren, ob hier irgendwas kommen kann aus Richtung des Flusses. Ja, kann, wie es aussieht, wenn das Reh darüber laufen kann, ja. Ich muss es testen. Ich brauche eine Station, wo wir uns jetzt wirklich mal einrichten. Eine Base. Warum kann ich mir jetzt, wo hänge ich denn? So. Jetzt habe ich irgendwie die Richtung verloren, warte mal. An dieser blöden Bank hier hänge ich. Damit ich auch ein vernünftiges Lager und sowas aufbauen kann.
Sonst komme ich nicht mehr zurecht. Wo wollte ich denn jetzt? Ich glaube hier, ne? An der Seite. Ja, hier vorne, Richtung dem Haus da, ne? Hätte man sich was hinstellen können. Ja, hier draußen. Hier, so, lass mal kurz gucken, ob das gehen würde. Aber diese Buden sind aber auch riesig. Aber hier würde durchaus gehen. Auf jeden Fall. Musste zwar die zwei, drei Bäume da weghacken. Aber dann kannst du dir hier auf jeden Fall noch eine Cabin hinbauen. Für deine NPCs. Musst du halt noch ein bisschen absichern. Mal gucken, wie wir es perfekt setzen. Ich kann schon wieder nicht rückwärts laufen, weil da irgendwas hinter mir steht. Leute, wir wohnen hier. Dann haben wir beides. Dann haben wir eine Ich wohne im Turm Staffel. Und wir richten uns hier selber nochmal eine schöne Base her. Finde ich geil. Junge, Junge, jetzt hast du hier natürlich schon ganz schön Zeit durchgebraten. Aber es läuft uns ja jetzt auch nicht weg in der Westernstadt. Guck mal, da ist es wieder. Irgendwann hauen wir uns das nochmal auf den Grill. Dann würde ich tatsächlich sagen, oh, hier sind ganz viele Rehe. Da drüben hast du mal einen Bären, weil der Hunger mal ein bisschen größer ist. Wir machen heute drüben das Haus, looten das und fangen an mit dem Umzug. Ich würde jetzt echt nicht lange warten. Ich will mich einrichten, dass wir eine feste Base haben, wo ich dann meine Sachen ordentlich verräumen kann, wenn ich was looten war. Das dauert nämlich so immer 8 Stunden und ist immer noch unordentlich. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt komme ich mit meiner Baseballkeule und wir erledigen erstmal irgendwen. Wohnt hier überhaupt wer? Nee. Hier ist sogar noch eine drin für schlechte Zeiten. Oh, hier ist auch so ein Top, aber den kannst du nicht, ne? Warte mal. Ach scheiße, ich habe einen Hammer nicht dabei. Geht es mit der Axt? Kann ich den abreißen? Sieht nicht so aus, ne? Oh doch, guck mal, hier wohnt ja doch wer drin. War mir doch so. Überall hier die Rehe. Gehen wir erst rein. Lass mal wieder die Schrote sprechen, würde ich sagen. Aber lad erst nach, bitte. Hallo. Er haut mich. Okay, war ich ein bisschen zu offensiv. Hätte ich auch einzeln rausholen können, die Jungs. War's das? Jawohl. Ah, hat sich gelohnt. Ist ein Schokoriegel da. Oh, wir kriegen sogar Ersatz für unsere verschossene Munition. Sehr gut. Nochmal ein Regenjäckchen. Na, mach's ein Nickerchen. Ist richtig. Ruh dich mal aus. Du und deine Kartoffel. Hier ist wieder ein Leder. Hier ist nochmal eine Pistole. Bisschen Feuerholz. Ja, warte kurz. Zumindest aus dem Haus sollten wir das Zeug rausholen. Fläschchen. Schmeiß ich mal kurz hier rein. So, die Sachen, die du wahrscheinlich nicht so dringend brauchst. Nimmst du mit? Nimmst du auch mit? Oh. So. Haben wir alles hier raus, ne? Ist ja nur ein Mini-Hütchen.
hier noch irgendwas? Die Flasche kannst du, aber. Moment. Cola wegzischen? Nein, die Kartoffel kannst du aber wegschmeißen. Denk mal nicht, dass hier noch so ultra viel Loot rumliegt. Nö. Das ist es schon gewesen. Ist noch ein Rack. Jetzt nochmal Komponente. Bisschen Clay. Naja. Hier der Schuppen. Da kannst du nicht rein. Hinterm Schuppen? Ne, da waren wir doch, oder? Naja, komm, ist gut jetzt. Dann gehen wir rüber. Hier könnte man. Ja gut, laufe ich halt rüber, ne, wenn es mal, nötig wird. Alter Schwede. Oh, hier ist eine Zündkerze drin. Freunde. Knusper ich mal unter der Moserhaube meinen Müsli-Riegel schnell weg. Was? Moment. Was zum Teufel? Okay, jetzt habe ich sie. Und fast 4 Liter Benzin? Ja, nehme ich mit. Okay, hier ist nichts. Da können wir zurück. Klamotten holen wir dann mal ab. Sind ja nur 5 Meter bis zu unserem Turm. Das wird mega, Leute. Es war leider ziemlich bröselig, der Zaun hier überall. Könnte es wahrscheinlich auch sogar hier unten an der Straße oder hier in dem Eck. Aber das passt schon. Wir machen uns den das Plateau hier oben schön safe. Ich würde sagen, hintenrum mit Zauntüren. Das müssen wir vorne ausprobieren. Aber ihr hattet geschrieben, das wäre gut möglich, dass die noch funktionieren. Oder die funktionieren. Dann würde ich doch die nehmen. Das wäre mir erstmal völlig wurscht. Und hier dann Zugang zum Haus. Vielleicht noch Garage. Obwohl die Garage, die kriegst du auch locker hier rein. Das wird cool. So. Dann würde ich sagen, bringe ich den Loot auch gar nicht so weit weg. Ich packe den gleich hier oben in Spind. Da wird ja wohl hoffentlich nicht viel dran passieren. So. Und hier in dem Ding hast du auch noch Platz. Ey, guck mal, wie viel Platz du hier noch hast. Mega. Voll gut. Da bin ich froh, dass wir so viel noch nicht aufgebaut haben. Hast du Hunger? Nee, eigentlich nicht. Reicht erstmal noch. Oh, hier ist auch keine Couch. Das heißt, wir können das Trockengestell weiter hinten reinstellen. Treppen kommt man auch vernünftig hoch. Ich bin begeistert. Ich würde sagen, ich fahre mal zurück in die Base. Hier hast du noch gar nicht reingeguckt, ne? Und belade mal unseren Pickup, so gut es geht, mit dem wichtigsten Kram. Und da steigen wir dann wieder zusammen ein. Dann schüssel ich mit euch hierher. Das ist ja jetzt gar nicht so weit. Ein paar Sachen liegen hier sogar noch rum, die du einsammeln kannst. Ah, da musst du an Bärenmutti vorbei, ne? Ja gut, müssen wir eh.
Können wir uns vielleicht auch noch mal die Strecke angucken, die wir jetzt hier fahren müssen? Muss sie hier unbedingt rückwärts und so? Dass du wirklich dein Auto zerlegst. Und das ist nicht so praktisch, ne? Du musst halt hier immer über die Brücke eiern. Aber wenn ich praktisch gewollt hätte, dann hätten wir am See gewohnt. Ich will mir nochmal ganz kurz den Turm angucken. Hier hoch. Und dann rechts, aber wo geht's hier hoch zu dem Turm? Oh, Moment, hier kann aber auch irgendwo. Hier geht's zum Turm hoch. Okay. Nee, nee, da ist, bist du weiter weg vom Wasser und so. Mach doch mal die Karre aus. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also früher war hier ein Banditencamp auch noch irgendwo. Oh Gott. Turm Nummer 3. Aber der direkt am Wasser war schon am coolsten. Oh, hier ist aber noch ein bisschen. Warte mal, kannst du denn erkennen, wo du jetzt bist? Wir waren hier, sind jetzt hier rüber gefahren und dann hier hoch, ne? Das hier müsste das Camp sein. Das sind die Türme oder das hier. Wenn wir hier wohnen, werden wir es früh genug rausfinden. Aber bevor wir jetzt hier weiter dick rumlooten, sollten wir nur noch mal hier die Location angucken. Aber die ist auf keinen Fall besser als die drüben. Wenn hier allerdings ein Spind noch drin steht, dann nehme ich den noch schnell mit. Habe ich Sachen gehört? Dinge? Hier wohnt doch keiner im Turm, oder? Ja, das ist so einer wie unser. Der ist auch ein bisschen zugemüllt. Da sehe ich nochmal einen Electronic Part. Das nehme ich gerne mit. Da drin war Schrotmuni. Und rein theoretisch dann auch ein Spind. Ja, dann gib her. Dann laufen wir mit Spind zurück und dann geht's aber los. Oh, das ist aber offen. Jo, eine Fishing Line. Ich glaube, wir haben alles zum Angeln. Firewood. Ja, nimm den noch mit raus. Komm. Dann zischen wir ab. Ich glaube, da liegen noch Batterien rum. Jetzt hast du aber alles, ne? Explosivpfeil. Hallo? Achso. Move mal bitte. Kannst ja auch mal direkt hier runterschmeißen irgendwo. Achso, ja. Am besten wahrscheinlich hier, ne? Oder? Ja, schmeiß mal hier runter. Nicht auf den Schuppen, da kriegst du nur wieder nicht runter. Wie kommt man denn hier jetzt hoch? Ah, hier. Gesehen, da liegt eine Schrotflinte. Single Shotgun, aber warum nicht? Die Teile konnte man auch auseinanderbauen. Um sich da Ressourcen rauszuholen, die man später noch braucht. Okay, da ist nichts mehr drin. Dö.
bisschen noch, ein bisschen Clay. Dann sind wir hier auch durch. Ah. Auch ein Kanister, den kannst du bestimmt immer ganz gut gebrauchen. Dann haben wir es aber. Ja. Oh. Jetzt bin ich zu schwer. Also doch erst was entspinnt. Da ist das Auto. Dann laden wir das noch eben auf. So. Ja, hier die Betondinger sind bestimmt ziemlich schwer. Dann kann ich nämlich auch diesen Kessel hier direkt mitnehmen, weißt du? Da können wir doch Fett drin rendern. Ich habe schon so viel Fett zu Hause, aber noch kein Lager oder kein Kochtopf hier mehr gebaut. Dann nehme ich den noch mit. An unserem Turm gibt es da wieder keinen. Den konnte man doch, glaube ich, moven. Konnte man. Ubit. Okay, das Ding ist scheiße. Ich sag's, wie es ist. Okay, jetzt. Tja, müssen wir wieder ausprobieren, ob das halbwegs hält. Stand da jetzt was? Ne, alles dabei, nice. Ist das da unten? Also so viel Zeit muss jetzt noch sein. Oh. Ich glaube, ich erinnere mich an diesen, an das Haus mit dem Kamin hinten dran. Ist hier das Banditencamp? Nö. Oh, da ist ein Bär. Warte mal, ist das die Bude, die wir vorhin, nee, die wir gelootet haben? Ist das nicht? Es muss nochmal ein anderes sein. Dann ist das... Ist die Straße irgendwo? Ne, das muss dann hier sein. Dieses hier wahrscheinlich. Dann ist das das Banditencamp. Okay. Gut. Ich fahre zurück zu unserer alten Base. Ich schmeiß das nur schnell noch hier bei uns ab. Die zwei Sachen auf dem Auto. Damit ich dann Platz habe, um das Ding voll zu rammeln. Wir schmeißen erstmal ein paar Spinte vom Turm. Ups, schmeiß die nicht so weit auseinander, sonst musst du hier so viel Kram gleich. Aber es ist besser, als alles runterzubringen. Ich denke, so sind wir relativ schnell. Dass wir das Ding hier leergeräumt haben. Wir haben ja jetzt auch noch nicht so viel. Und jetzt schon ein paar Spinte. Und vor allem relativ viele Koffer. Das wird nochmal ein bisschen dauern. Ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall zweimal fahren. Da kommen wir jetzt nicht drum herum.
Aber ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. Endlich alles ready zu haben und einräumen zu können. Okay, er will nicht so. Moment. Warum nicht? Kommen Sie bitte raus da. Oder Mann. Okay, ich glaube, es liegt an der Werkbank. Aber der hier müsste ja ganz gut gehen. Ja, okay, das geht. Jetzt mal ein bisschen rausscrollen und hin und her friemeln. Ah! Okay, er nervt mich auf den Tod. Geh doch nicht immer nach oben. Durch die Tür. So, jetzt. Junge, Junge. Der war super. Sehr gut. So ist besser. Alter Schwede. So, ihn hier noch? Dann versuchen wir, die schon mal aufs Auto zu quetschen. Das ging besser. Sehr schön. Jetzt nur noch er. Dann würde ich die Werkbank ein kleines Stück hier rüberstellen. Die brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen. Jetzt kriegen wir auch den Spind hier raus, oder? Jawohl. Sehr gut. Nein, nein. Ah. Willst du die hier auch noch mit runternehmen? Wir machen erstmal die Spinte jetzt drauf. Mal gucken, wie wir die da am günstigsten draufgeladen kriegen. Fahren wir nicht so wild hier. Ist 30. Ja? Naja, guck mal. Die ist aber schön hier hingestellt. So, Nummer 1. War nicht ganz so, wie er sollte. Nochmal. Du solltest eigentlich jetzt hier so in die Ecke. Kannst du noch ein kleines Stück? Ja, so ist gut. So. Alter. So. Ja, von mir aus auch so. Ist mir jetzt egal. Wenn du so stehen willst, dann bleibst du so. Der ist auch so ein Millimeter schief, ne, der Hund. Der steht besser. Das könnte noch ein Stück nach hinten, aber dann hängt er wahrscheinlich auch so. Vielleicht kriegen wir da so zwei hintereinander. Okay. Wenn du dich vordrängen willst, tu dir keinen Zwang an. So. Jetzt kannst du doch eigentlich hier noch drei davor vielleicht. So. Auf jeden Fall. Den musst du noch. Der noch hier neben. Perfekt. Ja, das muss so. Dann können wir hier auf. Können wir auf die anderen Spinte noch Spinte drauf?
Dann würde ich die Kiste noch auf den Schrank stellen. So, Kiste geht. Perfekt. Ich habe schon mal die ganzen Koffer auch runtergeschmissen. Es ist ein furchtbarer Krampf. Und hier unseren wertvollsten Schrank überhaupt. Den natürlich auch. Den würde ich gerne noch auf die Spinte stellen. Da sind die Waffen. Ja, da ist die Munition drin. Und dann heißt es einfach mal ein Stückchen fahren und gucken, ob er uns sowas machen lässt. Das könnte schon zu hoch sein. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich jetzt hier noch die Koffer drauf kriege, dann bin ich zufrieden. Ja. Oh, das ist das Twiggy. Scheiße, das ist wirklich Twiggy. Das ist zu hoch, er hat zu kurze Arme. Und ich kann sie nicht so über das Fahrerhaus lappen lassen. Ich glaube, das ist ein Problem. Damit kommt er nicht klar. Vielleicht kann ich das gleich nochmal ändern, wenn ich irgendwie aufs Auto mich stelle. Aber das ist auch schon jetzt hier die hohe. Hier, von hier geht's doch. Ja, aber auch nur hier vorne. Oder? Guck mal, wie geil. Drei Koffer. Wenn ich hier runterfalle, sterbe ich. Ja, gut, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen eh noch einmal fahren. Aber mit der zweiten Tour kriegen wir dann auf jeden Fall schon mal alles mit. Mega nice. Wir probieren mal, ob es überhaupt was wird. Oh, der ging jetzt aber besser. Mega. Nix hängt in der Luft, nix ist da geblieben. Wir können fahren. Da vorne stehen übrigens meine zwei Wachmänner. Die kommen dann auch wieder mit zur Base. Die müssen wir auch noch mitnehmen. Und das Dekomaterial. Es bleibt nichts hier. Oh, okay. Ah, so, Leute, wir sind angekommen. Ich habe noch keine Wölfe hier gehört. Das macht mich sehr glücklich. Da sind wir. Ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen einrichten. Oh, ich habe Durst. Oben schon mal in den Turm die wichtigsten Sachen auf jeden Fall reinstellen. Das mache ich erstmal ohne euch. Wir müssen dann noch eine Tour fahren. Ich hoffe, wir kriegen dann alles mit. Und ja, damit wäre der Umzug schon durch. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass wir nicht in der Westernstadt weitergemacht haben. Ich möchte erst jetzt meine fixe Base einrichten. Das wird so langsam mal Zeit. Und das läuft nicht weg, ne? Da kommen wir auf jeden Fall noch hin und werden unseren Spaß da haben. Aber wir haben dann einen sicheren Zufluchtsort, wo ich all meinen Kram vernünftig, ordentlich wegsortieren kann. Ich lege mal los. Ich zeige es euch dann, wenn es fertig ist. Das muss ich ein bisschen vorbereiten. Ich friemel da immer stundenlang rum, bis dann alles so passt. Das kann man keinem Menschen antun. Dann, ja. Hier werden wir wohnen. Inklusive selbstgebauten Häusern dann später. Und hier ein paar Zombie-Nachbarn. Bin mal gespannt. Wir müssen gucken, wie wir das hier vernünftig absichern können. Und ich mich interessiert, ob die hier einfach über den Fluss laufen. Aber ich nehme an, ja. Das schien mir nicht so tief zu sein. Wir probieren das alles aus. Nach und nach und ganz entspannt. Lieben Dank fürs Zusehen. Ihr Herzlichen. Normalerweise sage ich immer herzlichen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Aber heute ist irgendwie alles anders. Es zieht, glaube ich, schlecht Wetter auf. Ich muss los. Leute, bis zur nächsten Runde morgen. Wir sehen uns. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis denn. Tschüssi. Nicht doch.